Kapitel 10. Die zwei Seiten einer Medaille. Als wir anlegten, war ich sehr nervös gewesen. Wir hatten auf der Überfahrt diskutiert, wer aus der anderen Welt denn der Überlebende sein könnte. Am Ende war uns aufgefallen, dass es nur eine logische Möglichkeit gab. Der einzige, von dem aus dem Tagebuch nicht sicher hervorging, dass er tot war, war Lord Ecke. Trotz diesem Wissen war ich sehr gespannt, ihn zu treffen. In der Legende kam er immer wie ein sehr freundliches Pokémon herüber. Unser Team hat er offensichtlich auch nicht nur wegen reiner Stärke zusammengewürfelt. Meinen Freunden sah ich an, dass sie auch sehr nervös waren. Kyogre verabschiedete sich noch von uns. Na dann wünsche ich euch viel Glück bei eurem Abenteuer. Sobald ihr zurück seid, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich habe noch einige Geschichten über Groudon parat, die ich euch gerne erzählen würde. Also haltet die Ohren steif. Er sah kurz zu Seemops und Chillast. Also, soweit ihr welche habt. Ihr schafft das schon. Mit diesen Worten verschwand er und wir machten uns auf in das Zentrum der vergessenen Insel. Auf dieser Insel, die auf keiner Landkarte startend, gab es nicht viel außer einem kleinen Wald. Und als wir dem Pfad in diesem Wald folgten, erspähten wir bald zwischen den Bäumen ein Licht, das nur von einem Lagerfeuer stammen konnte. Ich nickte meinen Freunden selbstbewusst zu und sie nickten zurück. Somit betraten wir die Lichtung. Es war wirklich nur eine kleine Lichtung mit beinahe nichts darauf, einem seltsamen, ausgehöhlten Felsen, einem Lagerfeuer und einigen Steinen um dieses herum. Auf einem von ihnen saß ein Pokémon. Ohne seinen Blick vom Feuer zu richten, sprach es zu uns. Ihr seid also endlich angekommen. Beinahe 3 Jahre warte ich nun auf diesen Moment. Setzt euch doch auch. Er zeigte auf die anderen Steine. Langsam begaben wir uns zu ihnen und nahmen Platz, den Blick nicht von dem Pokémon gerichtet. Ich denke, bevor wir aufbrechen, sollte ich mich noch vorstellen. Mein Name ist... Er ist Günther, richtig? Zum ersten Mal sah das Kanimani vom Feuer weg und nun in meine Richtung. Sehr gut, wie ich sehe, geht ihr nicht vollkommen ahnungslos heran. Ich denke, euch allen ist klar, weshalb ihr hier seid. Alle bejahten. Die Atmosphäre an diesem Feuer war sehr seltsam. Ich musterte unser Gegenüber noch einmal. Erst jetzt fiel mir das seltsame Band auf, das es um seine Hand trug. Nun gut, dann sollten wir nicht lange zögern. Können wir aufbrechen? Ich machte mich schon bereit, da ich rechnete, dass alle bereit waren. Doch Shinnok reagierte etwas anders. Warte, offensichtlich weißt du sehr viel über uns. Ich bin mir sicher, viele von uns haben Fragen an dich. Günther sah genervter aus, als ich erwartet hätte. Er war bereits aufgestanden, nahm aber nun wieder Platz. Wenn's sein muss, ich warte hier schon 35 Monate. Da werden 1 oder 2 Stunden mehr auch nicht mehr schaden. Also gut, wer will anfangen? Ich und Shinnok setzten beide gleichzeitig an, unsere Frage zu stellen und brachen sofort ab. Könnt ihr euch nicht einigen? Oh, Arzeus, stellt mir einfach beide eure Frage und ich entscheide, welche ich zuerst beantworte. Mir gefiel jetzt schon nicht, wie er mit uns sprach. Nach dem, was ich aus den Legenden über Günther, den Anführer von Team Runde Ecken, den Retter der Zeit und Auserwählten des reinen Elements gehört hatte, dachte ich, er wäre ein sehr freundliches und verständnisvolles Pokémon. Nun, wo er vor uns saß, schien er nach 2 Minuten schon gehörig die Schnauze voll von uns zu haben. Und so etwas wie Verständnis war noch weiter entfernt als Rücksicht. Okay, warum hast du gerade uns ausgewählt? Shinnoks Frage hingegen überraschte nicht nur mich, sondern auch alle anderen. Günther, sag mir, habe ich wirklich schon den Zeitturm bestiegen? Chillast wirkte ziemlich wütend über diese Frage, sagte aber nichts. Na also, warum nicht gleich so? Also, ich fange mit dir an, Bulbi. Dich lasse ich noch gern einen Moment zappeln, Shinnok. Also, dann gehe ich's mal kurz durch. Shinnok, später. Bulbi, du bist hier
weil ich dich schon ziemlich lange im Blick hatte. Ich hatte schon, als unsere Welt noch lebte, viele Gedanken an einen solchen Fall wie ein nun eingetretenes verschwendet. Ich habe mich schon lange nach potenzieller Hilfe in anderen Welten umgesehen. Und du bist mir ziemlich früh aufgefallen. Du bist besonders. Du bist nicht wie die anderen Pokémon. Wie niemand anderes, der hier anwesend ist. Anders als alle anderen Pokémon dieser Welt. Eher gesagt, deine Aura ist das Besondere. Du bist noch ein Kind. Du hast noch nie in irgendeiner Weise so etwas wie ein Abenteuer erlebt. Und trotzdem ist deine Aura braun. Die legendäre Aura, die auf das Blut eines Helden oder hier einer Heldin hinweist. Dass du dann auch noch Shinnok getroffen hast, war ein schöner Zufall. Seemops, ich bin ehrlich zu dir. Du warst der Einzige, den ich nicht schon lange für dieses Team eingeplant habe. Du warst der Letzte, für den ich mich entschieden habe. Und das auch nur aus taktischen Gründen. Wir werden in den Trümmern meiner Welt gegen meine Freunde kämpfen müssen. Die Determination hat ihre Seelen verunreinigt und sie so zu Sklaven gemacht. Und wenn wir gegen Latias und Latios kämpfen müssen, hätten wir mit einem Wasser, zwei Pflanzen und einem Elektro-Pokémon keine tollen Karten. Eevee hätte das Ganze beinahe alleine schaffen müssen. Und zudem schadet es dir nicht, wenn ich dich auf diese Reise schicke. Bei dir in der Heimat hast du nichts zu verlieren. Chillas, du hast dich ja wohl genug bewiesen, als du mit Leon die Zeit gerettet hast. War aber etwas langweilig, sich nochmal anzusehen, alles so bekannt. Eevee, du bist wegen deiner Gabe hier. Mir ist es komplett egal, was du sagst. Fluch oder Segen, es ist eine Gabe Gottes. Du hast einen immensen Vorteil gegenüber jedem anderen Pokémon. Du kannst jeden Kampf, außer den gegen Feen, mit einem Typenvorteil bestreiten. Die Pokémon, die dich verstoßen haben, haben dein wahres Potenzial nicht erkannt. Ich hingegen schon. Also, ist jedem bisher alles klar? Hat noch wer Fragen? Eigentlich war mir nichts klar, aber ich bejahte trotzdem. Warum habe ich eine derart seltene Aura? Wo kommt sie her? Habe ich sie von meinen Eltern geerbt? Günther fuhr fort, mit einem gruseligen Grinsen im Gesicht. Und jetzt kommen wir zum lustigen Teil des Ganzen. Er drehte sich zu Shinnok. Zu dir habe ich einiges zu sagen. Shinnok wirkte nicht eingeschüchtert. Das ist gut, dann beginn mal zu erzählen. Schade, sehr selbstbewusst nicht. Normalerweise kann ich andere mit der Nummer immer nervös machen. Naja, wenn du dir so sicher bist, dann legen wir mal los. Zuerst mal zu deiner Frage. Ja, natürlich hast du den Zeitturm schon mal bestiegen. Chillast sprang triumphierend auf. Siehst du, warum soll ich dich bitte anlügen? Günther unterbrach ihn sofort. Freu dich mal nicht zu früh da auf deinem billigen Platz. Ja, Shinnok hat den Zeitturm schon mal bestiegen. Aber nicht in dieser Welt, sondern in meiner. Nun hatte Günther es geschafft, sogar Shinnok zu verwirren. Jedoch war es Chillast, der noch weniger verstand. Was? Das kann doch gar nicht sein. Wir kennen doch alle die Legende. Du hast nur mit Lord Ecke da oben. Und außerdem erkenne ich ja wohl meinen besten Freund wieder. So hohl bin ich nicht. Du hast auch recht. Das erkläre ich später. Aber was den Zeitturm angeht, hast du etwas übersehen. Es war zwar nur kurz in meiner Legende erwähnt, aber auf der Suche nach den Elementkristallen waren wir ebenfalls auf dem Zeitturm. Und da waren alle meine Freunde dabei. Ja, aber keiner von ihnen war ein Shinnok. Außerdem ist er viel zu jung, um damals dabei gewesen zu sein. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe erklären, verdammt. Euch wird schon noch alles klar werden, wenn ihr mal ruhig seid. Also, natürlich war kein Shinnok dabei, als meine Freunde mich an die Spitze des Zeitturms begleitet haben. Und was dein Alter angeht, nun ja, sagen wir, dein Geist ist älter als dein Körper, Shinnok. Du warst einer meiner damaligen Freunde, aber auf Floings großem Abenteuer, naja, du hattest es nicht geschafft. In Kapitel 8 der Geschichte haben wir dich als Freund verloren. Und bei deinem Verschwinden, deine letzte Frage war, wie du dieses Schicksal verdient hast. Und da habe ich überlegt, ich habe ebenfalls keine Antwort gefunden. Also habe ich dir eine zweite Chance gegeben. Ich habe dich über Raum und Zeit hinweggeschickt. Und dir einen neuen Körper gegeben. Der Körper, Chillast. Dein Freund Leon ist in die Menschenwelt zurückgekehrt. Sein Körper als Pokémon hat sich aufgelöst.
Doch die Partikel waren noch vorhanden, irgendwo im Raumzeitkontinuum. Somit hatte ich entschieden, dass der Körper deines alten Freundes eine prima Hülle für den Geist meines alten Freundes darstellt. Ich habe dich in diese Welt geschickt, um dir die Chance auf ein neues, friedliches Leben zu geben und um dich in einem Fall wie diesen immer als eine Art Joker in der Hinterhand zu haben. Dass du und Bulbi sich zusammengetan haben, war wirklich purer Zufall, hat aber einiges vereinfacht. Also, noch Fragen? Ein Moment herrschte Stille, dann fragte Ivy mich etwas. Bulbi, welches Kapitel war nochmal das 8. von Floings Geschichte? Mir fiel selber auf, dass ich es gerade nicht zuordnen konnte. Also kramte ich das Buch heraus, das zum Glück trotz leichter Wasserschäden noch leserlich war. Günther schien sehr erfreut. Ach, du hast es sogar dabei. Ich hab gar nicht damit gerechnet, dass ihr klug genug für sowas seid. Ich ignorierte ihn und schlug auf. Ich las den Titel des Kapitels laut vor. Kapitel 8. Determination. War es nicht das wichtigste Kapitel, in dem die Determination erst erschaffen wurde? Mit Necrosmas Verrat? Ivy merkte für uns das Wichtigste an der ganzen Situation an. Und vor allem mit dem Mord an dieser Sam? Shinux, der bisher nur grüblerisch in die Ferne gesehen hatte, mischte sich ein. Warte, heißt das, ich war in meinem letzten Leben Bisasam, nur in einem anderen Körper? Das würde eigentlich ziemlich Sinn ergeben. Außerdem finde ich, das wäre ein guter Grund, warum du dich so gut mit Bulbi verstehst, weil er eigentlich von der gleichen Spezies stammt. Wir diskutierten aufgeregt weiter. Shinux schien mit dem Gedanken, kein Mensch, sondern ein gefallener Held aus der Legende zu sein, wirklich sehr glücklich. Günther saß die gesamte Zeit nur still da, mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. Nach etwa 10 Minuten geschah etwas Unerwartetes. Günther begann zu lachen, laut und schallend. Wir verstummten alle, während er bestimmt für eine Minute so weitermachte. Als er sich langsam wieder einkriegte, begann er zu reden. Können wir vielleicht noch etwas weiter diskutieren? Das ist das Lustigste, was ich seit langem erlebt habe. Und damit meine ich nicht nur die 3 einsamen Jahre, sondern auch einige davor. Wir starrten ihn alle verwirrt an. Was bitte daran so lustig? Wir führen nur eine normale Diskussion über Shinux. Nein, ihr diskutiert über Bisasam. Das ist doch dasselbe. Nein, ist es nicht. Wenn ihr euch selber etwas zusammenbastelt, braucht ihr euch nicht bei mir zu beschweren. Ja, sehr schön, aber es kann ja auch niemand anderes sein. Einen anderen Freund hast du in diesem Kapitel ja nicht verloren. Doch, aber nur als Freund. Wieder starrten wir ihn alle an. Shinux hatte etwas Schockiertes in seinem Blick. Tja, Bulbi, wie fühlt es sich an zu erfahren, dass du seit mehreren Jahren mit, wie er es geschrieben hat, Floings Lieblingsverräter zusammengearbeitet hast? Einige Sekunden herrschte Totenstille. Das einzige Geräusch, das zu hören war, war das Lagerfeuer, das immer noch Funken schlug. Nach wenigen Sekunden stand Shinux plötzlich auf und ging in den Wald, ohne ein Wort zu sagen. Ich wollte ihm gerade folgen, doch meine Freunde hielten mich auf. Lass es besser, Bulbi. Ich glaube, er braucht jetzt etwas Zeit für sich. Günther verdrehte genervt die Augen. Na toll, hoffentlich nicht allzu viel. Ich will endlich weg hier. Ist es für ihn denn so schwer einzusehen, was für ein Pokémon er wirklich ist? Ich wusste damals nicht genau wieso, aber in diesem Moment war ich so wütend auf dieses Pokémon vor uns. Seit wir ihm begegnet waren, behandelte er uns, als wären wir nutzlose Anhängsel. Außerdem sprach er mit einem derart gereizten Ton, dass ich alleine davon Aggression bekam. Sei du ruhig, anscheinend verstehst du ohnehin nichts davon, wie du mit uns umgehen solltest. Du hast uns alle aus unserem normalen Leben gerissen, um deine Welt zu retten, also behandle uns gefährlichst auch mit Respekt. Lass Shinux die Zeit, die er braucht. Als er einen Moment nichts sagte, hatte ich tatsächlich die Hoffnung, er würde darüber nachdenken, was ich gesagt hatte. Als er einen Moment später wieder begann, hysterisch zu lachen, verflüchtigte sich diese Hoffnung. Ich soll euch mehr Respekt entgegenbringen? Warum sollte ich? Seid ihr diejenigen, die hier wissen, was zu tun ist? Oder ich? Außerdem habe ich euch lange beobachtet. Ich weiß, dass ihr nicht die Art Pokémon seid, die mir wegen meinem Verhalten nicht hilft. Ich wollte ihm erst widersprechen, aber ich realisierte, dass er recht hatte. Ich war nicht auf diese Insel gereist, um hier abzubrechen. Und alle anderen im Team wollten etwas bewirken. Das Letzte, an was sie dachten, war, wieder ihrem normalen Alltag nachzugehen. Damit hast du recht, das stimmt.
Aber ich tue das nicht für dich, sondern alle anderen Pokémon aus deiner Welt. Ja, ja, red dir das nur ein. Also ich denke, ihr macht jetzt eine Pause, bis euer toller Freund wieder zurück ist. Vielleicht denkt ihr jetzt noch einmal darüber nach, wem ihr vertraut und wie ihr mit Shinux umgeht. Und vergesst nie, was ihr in meinem Kopf haben müsst. Ich hab's euch schon mehrfach auf den Weg gegeben, aber ihr sollt's auch noch einmal von mir persönlich hören. Diesen Kampf habt ihr gewonnen. Doch der Krieg hat gerade erst angefangen. Günther zog sich in den Wald zurück und ließ uns wortlos sitzen. Und was tun wir jetzt? Na was wohl, wir warten bis Günther und Shinux wieder da sind und reisen ab. Nein, das meinte ich nicht, ich meinte wegen Shinux. Ich verstand zunächst gar nicht, was Chillast mir damit sagen wollte. Das hatte ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Irgendwas müssen wir ja tun. Wir können ja nicht einfach nur mal weitermachen, jetzt wo wir wissen, dass er eigentlich Necrozma ist. Ich sah die beiden einen Moment stumm an. Die beiden überlegten wirklich, ob sie Shinux noch als Freund ansehen wollten. Ivy meldete sich glücklicherweise auch zu Wort. Sag mal, was ist denn mit euch beiden falsch? Was überlegt ihr denn? Natürlich können wir weitermachen wie vorher. Ist Shinux jetzt auf einmal ein anderes Pokémon, nur weil ihr jetzt wisst, wer er früher war? Machst du dir denn gar keine Sorgen? Ich meine, wir kennen ja die Geschichte um Necrozma. Mir platzte auch der Kragen. Sag mal, seid ihr jetzt vollkommen übergeschnappt? Wollt ihr jetzt wirklich beginnen, wie Günther zu denken? Auch wenn er etwas anderes behauptet, versucht er offensichtlich einen Ball zwischen Shinux und uns zu treiben. Ihr macht es genau so, wie er es will. Es ergibt keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Warum sollte Shinux jetzt auf einmal jemand anderes sein? Ich drehte mich von ihnen weg und begab mich zum Rand der Lichtung, um mich auszuruhen. Ihr seid echt unmöglich. In der Nacht versuchte ich lange einzuschlafen, doch egal, wie sehr ich es auch probierte, es wollte einfach nicht klappen. Meine Gedanken kreisten viel zu schnell in meinem Kopf umher. Ich hörte noch einige Zeit Stimmen am Lagerfeuer, aber den Inhalt verstand ich nicht. Was mir aber auffiel, war, dass Ivys Stimme nicht dabei gewesen war. Sie hatte offensichtlich genauso wenig Interesse wie ich, sich noch mit den beiden Idioten am Lagerfeuer zu unterhalten. Shinux tauchte in der gesamten Zeit nicht wieder auf. Aber ich dachte mir, dass es vermutlich besser so war. Wenn er hören würde, was Semops und Chillast wahrscheinlich besprachen, würde ihm das nur noch mehr Sorgen bereiten, als er ohnehin schon hatte.